Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie an einer De'Longhi Magnifica aus Pulverkaffee einen Latte Macchiato bauen könnt. Viel Spaß! Der erste Schritt bei der Zubereitung von Kaffee an der De'Longhi Magnifica mit vorgemahlenem Kaffeepulver ist, dass wir das vorgemahlene Kaffeepulver nehmen. Ich habe das hier. Das ist einfach dieses Kaffeepulver, welches ihr in anderen Filter-Kaffeemaschinen auch verwendet. Und dann an die Kaffeemaschine geht und in der Mitte ist eine Klappe. So, auf der linken Seite ist die Klappe für die frischen Bohnen. Und in der Mitte gibt es eine kleine Klappe und dort kommt, da unten kommt, der oder das vorgemahlene Kaffeepulver rein. Dazu gibt es in der Maschine einen Kaffeelöffel. Diesen Kaffeelöffel füllen wir nun mit unserem Kaffee. Wichtig ist, dass ihr den Kaffee, dass ihr den vorgemahlenen Kaffee nicht übergroß hier reinfüllt. Das heißt also, pro Kaffee, den ihr zubereitet, ist ein gestrichener Kaffeelöffel nötig. Das heißt, was ich hier habe, ist genau die Menge für einen Kaffeedurchgang. So, da, seht ihr? Gestrichen. Kein Haufen ist obendrauf, sondern es ist richtig schön gestrichen. So, ich mache das, verteile das mal ein bisschen besser, damit ihr es besser seht. Seht ihr? Also, richtig hier, da ist Schluss. Nicht mehr nehmen, weil ansonsten könnte euch die Maschine kaputt gehen. Okay, der nächste Schritt ist nun, dass wir die Maschine anstellen, weil die Maschine sollte nicht befüllt werden mit diesem besagten Kaffeepulver, vorgemahlenen Kaffeepulver, wenn die Maschine aus ist. Also schaltet hier oben links eure De'Longhi Magnifica Kaffeemaschine an. Sehr schön. Jetzt wird sie eingeschaltet und gleichzeitig gehen wir hier an diese Drehschemel. Und auf der rechten Seite seht ihr einen Drehknopf mit Bohnen obendrauf. Den drehen wir ganz nach links. Dort seht ihr auch nämlich den Kaffeelöffel. Auch wenn er hier gehäuft ist, wir werden ihn nicht gehäuft verwenden. Dass eure Maschine am Anfang eine Runde durchspült, wenn sie aus dem Standby-Modus kommt, ist ganz normal. Und wie ihr seht, läuft das auch gut unten ab. Alles gut. Das ist keine Fehlfunktion, das ist so gewollt, weil so reinigt die Kaffeemaschine sich, bevor sie einsatzbereit ist, nämlich einmal durch. So, also kommen wir jetzt dazu. Wir nehmen gleich unseren Kaffee, kontrollieren vorher nochmal hier drüben, ob genug Wasser drin ist. Dazu ziehen wir den Wassertank raus und schauen uns den an. Lasst uns ein bisschen auffüllen. Jetzt gehen wir zu unserer Wasserauffüllstation und füllen etwas Wasser nach. Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr nicht über die Maximallinie kommt. Die zeige ich euch gleich, wo die Maximallinie sich befindet. Denn zu viel Wasser ist auch nicht gut. So. Sieht man das jetzt hier? Moment, ich lippe das mal ein bisschen da weg. Hier oben ist die Maximallinie. Jetzt sieht man es besser, oder? Da steht auch Max. Bis dahin solltet ihr höchstens auffüllen. Dann geht ihr zurück zur Maschine, packt sie wieder rein, einfach hineinschieben. Gerade rein, da ist eine, so ein, und dann ist alles fertig. So, also, erster Schritt, Maschine anschalten, beziehungsweise Wasser nachfüllen. Das könnt ihr auch vorher machen. Dann wird die Maschine einen Reinigungsmodus reingehen. Alles klar. Und wenn hier jetzt alles auf Betrieb steht, das heißt also, die LEDs leuchten gleichmäßig, dann gehen wir hier oben hin, öffnen unsere mittlere Klappe und werden nun einen gestrichenen Kaffeelöffel mit vorgemahlenem Kaffeepulver hier hineinkippen.
dass da unten, das ist das erste Mal, dass ich das mache, dass da unten noch Kaffeereste sind, das ist normal. Denn De'Longhi in Italien selber spült oder macht jeweils einen Kaffee mit der Maschine, um zu gucken, ob alles funktioniert. So, jetzt nehmt ihr das. Achtet auch darauf, dass da drinnen nichts feucht ist, weil ansonsten klumpt der Kaffee. Achtet auch, dass euer Kaffee nicht feucht ist und dann kippen wir den jetzt da rein. So, ihr seht, er ist super runtergeglitten. Jetzt das Teil wieder in die Parkposition rein. Und nun ist unsere Maschine fertig, um einen oder diverse Kaffeekreationen aus vorgemahlenen Pulverkaffee zu machen. Latte Zeit. Ho, hatti datti, latti matti. So, Latte, wir brauchen Latte Macchiato Glas. Wir brauchen ein Espresso Glas. Wir brauchen zum Aufschäumen so ein Kännchen. Denn wir werden fettarme Milch nehmen. Die fettarme Milch werden wir nun hier reingeben. Und die erste Schicht werden wir nun erstellen, indem wir diese besagte Schicht hier reinfüllen. So, das ist unsere erste Schicht. Diese Schicht besteht aus heißer Milch. Das heißt, diese Milch müssen wir noch in unseren Mikrowellchen erwärmen. Das heißt, einfach die Milch in dem Glas rein damit, zu damit, eine Minute heiß werden lassen. Und nun gehen wir zum Espresso. Denn folgendes, erste Schicht ist heiße Milch. Ganz wichtig ist, dass die nächste Schicht, der Espresso, ganz heiß ist, damit die sich nicht verbinden, die Schichten. Wir wollen ja Schicht, Schicht, Schicht. Das ist wie so eine Lasagne aufgebaut. Und jetzt machen wir noch Einstellmöglichkeiten. Wir müssen hier ja auf den Löffel gehen, damit wir nicht diese Bohnen nutzen, sondern unseren Filterkaffee. Und hier müssen wir die Größe noch ändern. Ich empfehle bei so einem kleinen Espresso ein Tässchen 1, 2, zwischen 2 und 3. Das ist die Größe, damit das voll ist, damit wir auch eine gewisse Anzahl an Espresso dann in unserem Espresso-Glas gleich kredenzen. Dann lass uns mal loslegen, kleinen Espresso herstellen. Und in der Zeit holen wir dann unseren heiße Milch aus der Mikro. Kommen zurück, haben jetzt die erste Schicht dort, die erste Schicht. Dort wird die zweite Schicht erstellt. Und nun holen wir unseren Espresso, der heiß sein muss, hinaus und gehen jetzt hin, nehmen einen Löffel, nehmen den Espresso und versuchen jetzt die Schicht so drauf zu machen, dass sie nicht so richtig sich vermischt. Also ganz vorsichtig drauf tröpfeln lassen, runterlaufen lassen, Geschwindigkeit rausnehmen, damit sich nicht so viel vermischt. Nicht einfach reinkippen, weil wenn ihr einfach reinkippt, dann habt ihr dann eine graue oder braune Substanz. Schön vorsichtig und langsam. Ihr zu Hause bekommt das viel besser hin als wie ich bestimmt. Oh yeah. Aber ich glaube, das wird schon was. Man sieht das da unten nämlich. So. Gut. Jetzt schauen wir uns das nochmal an, von der Seite. So. Ja, ihr seht, hier ist die heiße Milch, hier ist der heiße Espresso. Und jetzt müssen wir natürlich noch die oberste Schicht machen. Und dafür brauchen wir unser Kännchen. Dort haben wir eine Skala. Das heißt, wir gehen jetzt auf 150 Milliliter fettarme Milch. Das ist wichtig, um schöne Blubberbläschen zu erzielen. 150 mache ich mal. Und damit machen wir jetzt Milchschaum. Und diesen Milchschaum werden wir dann hier oben drauf geben, um das dann auszufüllen. Das heißt, hier müssen wir noch was umstellen. Hier auf Dampf. Wenn das aufgehört hat zu blinken, können wir nämlich loslegen. Dazu holt ihr an der Magnifica diesen Aufschäumaggregat raus. Wichtig ist, fettarme Milch zu nehmen. Wenn ihr vollfette Milch nehmt, dann gibt es dicke Blubberblasen, aber wir wollen ja wirklich kleine, zarte Blasen haben, die dann ein schönes Volumen geben. Fertig ist der Aufschäumer, wenn er leuchtet. Und dann ist es wichtig, dass ihr die Hand hochhebt, das untertaucht und dann diesen umlegt. So,
Das heißt also, ich mache das jetzt mal, weil ich nur eine Hand habe, lege ich um und werde das schnell mal hoch machen. Ihr zu Hause geht hin, runter und umlegen. Okay? Also den umlegen, mit dem Kännchen schon drin. Und dann kommt dort heiße Luft raus mit Wasser, heißer Wasserdampf. Und dann bewegt ihr das hin und her und seht auch, wie das Volumen dort größer und größer wird. Das solltet ihr nicht länger als 3 Minuten machen, ansonsten könnt ihr eure Maschine nämlich überhitzen und das wollen wir natürlich auch nicht. Und achtet einfach darauf, wenn es nach oben kommt und fast bis zum Kännchendeckel reicht, dann reicht das. Hin und her, hin und her. Schön aufschauen. Des Teils anfassen und dann können wir auch schon wieder ausmachen. So, ausmachen geht wieder auf die linke Position setzen. Am besten natürlich, ihr haltet mit zwei Händen das darunter fest. Dann gibt es nämlich nicht so eine Sauerei und auch nicht so eine Gefahr der Verbrennung. So, jetzt nehmen wir unseren Löffel und sehen, hier haben wir schön Milchschaum erstellt und können diesen jetzt auf. Also als letzte Schicht können wir diese jetzt auf den Lattehaufen geben. Macht das schön mit einem Löffel am Anfang, damit wir diese zarte Schicht schön nach oben bauen können. Und später haben wir dann leckere, wundervolle, die letzte Schicht dann hier drauf verteilt. Und dann haben wir wie so eine Lasagne gebaut. Die Latte ist sozusagen unten, also unten ist die heiße Milch. Darüber kommt der eine Espresso, der noch heißer sein muss als die heiße Milch. Und ganz oben als Topping haben wir dann diesen besagten Milchschaum, der das dann alles abrundet. Wenn ihr dann oben angekommen seid, ich mache jetzt mal nicht weiter, nehmt ihr noch etwas Puder und macht ein bisschen Deko drauf. So, so sieht er dann von oben aus. Meiner ist jetzt nicht ganz voll geworden, aber hier seht ihr, da ist weiß, hier ist braun, hier ist weiß. So sollte ein Latte Macchiato gebaut sein. Ihr zu Hause werdet das noch viel schöner hinbekommen als wie ich. Aber vom Herstellungsprozess habe ich das euch nun nahegebracht. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.